Hallo und herzlich zu Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia! So, wir sind heute Ja. im Sunny Meadows Restricted. Wir spielen die Maps nach Alter. und nach durch. Das Yassin ist ist zu groß. begeistert. Ist das zu Nee. groß? Ist Sunny Meadows zu groß? Bist du zu klein? Oder zu Wir schwach? haben voll gar kein vernünftiges, keine vernünftige Ausstattung hier. Ja, wir haben noch das 1A-Thermometer, mit dem wir astrein den Geist aufspüren können. Ja. Der Geist heißt Megan Rook und reagiert auf Einzelpersonen. Oh, nee, ey. So, Sunny Meadows, wo ging es hier nochmal lang? Rechts, links, geradeaus, rechts. Ob ich eine Taschenlampe habe oder Peng, ey. Oh, ich habe auch gerade geguckt, ich habe tatsächlich schon Licht Ja, an. ja. Aber wir haben ja Strom am Anfang. Wäre vielleicht cool, wenn wir den Sicherungskasten, der ist auch am Anfang. Ist doch der hier, ne? Ja. Ja, wo sind die ganzen Lichtschalter? Die gibt's nicht. Die mussten wir aus Kostengründen entfernen lassen. Na ja, toll, wo komme ich denn hier wieder raus, ey? Tatsächlich finde ich hier wirklich gerade keinen Lichtschalter. Das. Gibt's hier War das keinen? nicht letztes Mal, hatten wir nicht letztes Mal schon die Probleme? Gab es hier kein Licht? Oh, das wäre jetzt Kacke mit der Taschenlampe. Doch, hier vorne ist das. Nee. Doch, hier. Das ist auf jeden Fall ein kleines Licht. Gott, ich sehe Doch, gar da nichts. oben hängt doch eine Lampe. Ja, hier auch. Aber hier ist kein Lichtschalter zu. Ich kann ja mal das Thermometer rausholen. Vielleicht habe ich ja temperaturtechnisch schon irgendwelche Hinweise. Ich sehe halt nichts. Ich muss mich an dem Fußboden orientieren. War hier nicht mal eine Tür? Also in der Kapelle ist ein bisschen Licht. So minimal, also romantisches Flair bei Kerzenschein. Oh. Ja. Ein Keller vielleicht? Gab es hier einen Keller? Weiß ich nicht. Oh, ich weiß. Ich glaube, die Map ändert sich auch jedes Mal minimal, ne? Ich weiß es nicht. Das weißt du auch nicht. Ja, hier gibt es einen Keller. Ich weiß es nicht. Flur, Tür links. Hast du einen Lichtschalter gefunden? Naja, nur für die Räume hier, für den Flur nicht. Das ist ja skurril. Warte mal. Nee, doch nicht. Ich guck mal einmal den Keller durch. Oh. Das ist ja schon ekelhaft genug, dass du kein Licht hast, ne? Ich nehme den Lichtschalter. Okay, ich sehe hier unten trotzdem nichts. Ja, ich habe ja auch für oben das Wo Licht. waren der Lichtschalter? Wenn du reinkommst, links, ja. Da reinkommst links. Ja, immer an der Wand, ne? Also. Oh, ich habe hier Gefrierarten. Oh, dann ist der oben. Ich Also habe auch hier an der. irgendwas gehört eben. Da muss aber ziemlich dicht am Anfang hier sein dann. Ach, du hast hier am Eingang Hallo? Gefrierarten. Ist hier jemand? Ja, hier. Ja, die Temperatur fällt auch hier. Aber das ist ja nicht unbedingt Gefrieratem, ne? Das ist ja Nein, Mundgeruch. aber ich meine, ja, haha. Hallo? Ist der IMF? Ja, doch. IMF haben wir hier Geist. eins. Ist hier ein Geist? Hallo? Hört Megan! mich jemand? Oh, Bist du hier? hätte ich gewusst, dass Megan uns direkt am Empfang empfängt. Gib mir ein Zeichen. Ich hole mal den Dots-Projektor, also die Taschenlampe da. Mein Laserpointer. Und Kamera. Aber das ist ja. Ja, gut, ob das so praktisch ist, wenn du vor Megan weglaufen willst, weiß ich auch nicht, ne? Weil du bist ja direkt an der Haustür und die geht ja zu. Eine Minute noch. Ja. So rum, richtig? Ja.
Megan? Bist du hier? Oh, das Ding hat ja so viele Kameras. Ach ja, die muss ja auch erstmal alle durch. Hab ich nicht an? Oh Gott, das macht ja automatisch aus. Das ist ja ätzend. Warte mal, dann platziere ich den einfach mal hier. Ich hole mal den anderen noch rein. Ja, nicht, dass das ist, weil die Tür auf ist, aber eigentlich, das ist ja schon dolle Atmen gewesen, ne? Ja. Nein. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Man weiß es nicht so genau. Böse Zungen behaupten. Wirklich ist alles. Okay, so, ich habe das jetzt doppelt abgedeckt. Schreib ins Buch. Leg mal andere Seite auch noch eins hin. Und noch eine Kamera. Oh, Zeit ist um. Das ist jetzt doof, ne? Also ich fühle mich damit irgendwie unwohler, dass der Geist direkt am Eingangsbereich ist. Weil? Ich keine Ahnung habe, wo ich hinlaufen soll. Die Treppe ist mega weit weg und die Räume auch. Ah. Oh. Ich werde bestimmt sterben. Oh, man Gott, sieht irgendwie... bist du doof, Jasmin? Was? Hey, ich hab doch Geist gemacht. Hast du gerade so gemacht? Nein. Gesagt, man sieht ja gar nichts. Erstmal dich verantwortlich machen. Du machst mich voll an, ey. Entschuldigung, ich hatte einen Moment der Panik. Aber dann war das die Geisterbox? Keine Ahnung. Es flackert das Licht. Dann kommt die Musik. Also IMF ist hier konstant bei 1. Ja, das ich Problem ist, die Tür backt mich ja rein. Oh Gott, das war nur der Atem. Ja, weiß man ja auch nicht, ob das jetzt wirklich da vorne ist oder ob das jetzt weiter drinne ist. Ich bin mir ziemlich sicher, aber die hat mich angehaucht, glaube ich. Meinst du? Kannst du mit reinkommen? Nee. Oh, ich brauche meine Taschenlampe, meine starke. Ah, ich hasse Ads. Sternhimmel. Was ist denn hier das? Oh, cool. Guck mal. Was? Ja, der IMF-Reader ja liegt drin und arbeitet ordnungsgemäß, ja. Aber ich bin draußen in Sicherheit. Ja, und der arbeitet auch hier draußen. Oh, ich habe hier draußen Geisteratem. Oh, stehe ich drin? Ja, ich stand drin. Ich wollte da auf die Kacke hauen, ey. Ist jetzt aber nicht so groß, der IMF. Was denn? Das Licht ist aus. Mach mal nochmal an. Nee. Geh da nicht mehr rein. Es ist so dunkel mit meiner Taschenlampe. Jetzt kann ich aber mal gucken wegen Kamera. Orbs. Ich komme hier nicht rein. Hast du Orbs mal durchgeguckt? Alter, ich knall dem gleich eine, wenn der nicht zuhört, ey. Kannst du deine Taschenlampe ausmachen? Ich sehe nichts. Du reflektierst auf dem Bildschirm. Danke. Du auch. Oder was ist das da? Nee, ich habe meine schon aus. Da. Komisch, dass hier drin so hell ist, ey. Da meinst du, ne? Ja, toll. Mhm. Ich glaube nicht, dass der hier am Anfang ist. Warum? Auf der Seite habe ich auch eine Kamera. Ah. Da war was, da ist was geflogen. Ist geflogen. Nein. Dots. Behindert, ey. Ups. Dots. Nein, der hat was geflogen. Der hat was geschmissen, du Eierkopf, ey. Bist du sicher? Ja. Sah auf jeden Fall so aus. Okay. Und wo hast du Dots gesehen? Weiß ich nicht. Hä, wieso sagst du denn Dots, wenn du nichts gesehen hast? Ich hab nur was auf dem Bildschirm gesehen, aber ich hab nicht genau hingeguckt gerade. Ich war. Oh, ey. Ich war abgelenkt. Ich war in meiner Fantasie. Ja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass er was geworfen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber wir sehen weder das eine noch das andere Notizbuch, ne? Ah. Und Dots und Orbs sind raus. Würde ich sagen. Warte mal erstmal, Orbs kommen manchmal auch später.
Fast der Laptop runtergefallen. Ja, weiß nicht, Knicklicht vielleicht mitnehmen? Kannst du knicken. Das kannst du knicken. Guck mal, ist hier noch so. Das sieht aus, als wenn da einer steht. Wo? An dem Van, ey. So komisch aus. Ist das gruselig. Okay, ich mach Licht an. Ja, ich hab mal eine andere Kamera angemacht. Okay, ich bin wieder raus. Wieso höre ich denn das Wasser jetzt so dolle? Im IMF ist jetzt nicht so extrem. Im Buch ist auch nicht reingeschrieben. Wir haben Gefriertemperaturen. Ist nicht wahr. Das ist wahr, Jasmin. Kaum zu glauben, aber ich hab's investigativ ermittelt. Mhm. Okay, haben wir schon mal einen Beweis. Jetzt brauchen wir noch mal... Ja, toll, der Stromkasten ist zu lange her, ne? Das sind keine Fingerabdrücke. Ich weiß ja nicht, was er geschmissen hatte noch. Ich weiß nicht, ob an geschmissenen Sachen überhaupt Fingerabdrücke dran sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Was soll ich das wissen? Das Buch liegt noch. Das war dein Atem, glaube ich, gerade. Wieso wackelt denn die Kamera so? Hier kann nichts geschmissen worden sein, hier liegt nichts. Ja, warum wackelt denn die Kamera so? Hey, da ist doch was geflogen. Ne, dann war es vielleicht doch der Dots-Projektor. Hä? Ja, das wackelt auf jeden Fall die Kamera. Okay. Also er hat auf jeden Fall nichts in die Bücher geschrieben. Ja, die Kamera wackelt aber voll. Ja, die kannst du auch nicht ändern. Die zuckt. Ja, also kannst aber nicht viel sehen. Kannst du mit mir reden? Nein. Wie hieß die? War das jetzt ein Atem oder? Oh, Alter, das ist aber schwierig, ey. Fox. Okay, das war mein Buch. Megan, kannst du mit mir reden? Alter, da kann ich nicht drauf gucken. Das ist mir zu anstrengend. Das ist eine gute Frage. Wir hätten jetzt noch IMF. Ist ja ein bisschen Pegel. Auf 1, aber... Der IMF-Reader, der hat richtig Pegel, Jasmin. Und der hat die aber gestern reingeknüppert. Oh. Ja, nach dem 6. Buttleiter ist der aber richtig in Stimmung, Schwankung. Ja, komm. Ich konnte mich für ein Wort nicht entscheiden. Aber wir haben hier nur IMF 1. Megan, kannst du mit mir reden? Aber Gefriertemperatur haben wir, ja? Ja, ja, die ist safe. Naja, bei das dir weiß man immer. Nee, das war minus 7. Ja, ja, du hast nämlich letztes Mal auch was gesagt, dann war es der falsche. Na, Jasmin, bitte. Das ist safe. Ja, letztes Mal habe ich mich auf den Geisteratem verlassen. Ich wusste nicht, dass der auch kommt bei Plus. Ich meinte den danach. Den hatten wir auch falsch. Das war nicht mein Versagen. Das weißt du nicht, weil wir nicht hier nachgeguckt haben, was da was ist. Megan, bist du hier? Nein. Ich habe jetzt hier diesen Gammelatem, aber ich habe mir sonst nichts. IMF 1. Ich würde den nochmal vorne hinlegen. Warte, ich guck mal, dass ich hier draußen den so platziere. Okay, der arbeitet auf jeden Fall. Aber wir haben auch hier draußen Geisteratem. Kommt der Geist raus? Boah, was war das? Dein Mundgeruch. Wo ist das andere Buch hier vorne? Das hat einen Radius von... Kann ich nicht sehen. Das ist aber... Oha. Megan, schreib ins Buch. Oder auch nicht. Ganz schön ignorant, die... Bin ich schon wieder alleine hier drin? Jasmin? Du
Komm doch her. Ach, dann warst du das Geräusch. Megan, gib uns ein Zeichen. Hier draußen arbeitet ja auch der EMF. Ja, aber das muss ja hier drin sein. Die Frage ist, wie weit reicht der Raum? Guck mal, der ist doch offen. Wir haben zwei hier. Ja, wer weiß, wo die ist. Warte mal. Hallo, ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Ich möchte gerne einchecken. Hier ist auch Geisteratem. Megan, schreib ins Buch. Die kann auch vorne an der Rezeption sein. Hilf mir mal bitte, die Sachen mit umzupacken. Schon zwei Sachen? Ja, das legen wir erstmal weg. Komm schon. Aha. So. Und. So. Dann räumen wir nämlich den ganzen Klimbims einmal hier nach vorne. Vielleicht hier so. Und die Kamera. So. Thermometer brauchen wir nicht. Geisterbox. Weiß ich nicht, ob die einen bestimmten Radius hat. Ich leg die auch mal vorne hin. Der was? Ob die einen bestimmten Radius hat. Wie was denn? Ach, die Box. Mhm. 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 So. Fingerabdrücke ist jetzt hier nichts zu sehen. So, ne? Noch das andere Buch. Wo habe ich denn das gehabt? Ach so, ja, hier auf dem Buch. Ja. EMF macht auch nicht viel. So. Megan, schreib ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Erscheine. Schreib. Halt die Klappe! Was soll denn das jetzt? So für ein cooles Shirt an, da. Was ist denn da auf deiner Seite drauf? Wieso? Am Ärmel. Hast du. Ja, das ist so eine ganz neumodische Entwicklung. Ärmel am Shirt. Mensch. Okay. Megan, schreib ins Buch. Das ist echt ignorant. Vielleicht muss ich die Box auch. Kannst du mit mir reden? Hallo. Hast du zwei Kameras aufgestellt? Hast du die Tür zugemacht? Ja. Weil du frech warst gerade. Ja, Kameras habe ich beide aufgestellt. Ja. An die Wand. Ja, einmal geradeaus vom Tresen, einmal zur Seite. Nee. Oh, guck mal. Ich weiß. Aber man sieht gar nichts so an Orbs oder so. Nee, irgendwie nicht wirklich, ne? Ist das jetzt hier eine der Kameras, ne? Ja. Okay. Licht ist aus? Ja, ich gehe da nicht rein. Bin ein Schisser. Du hast aber Knicklicht. Geh mal gucken am Sicherungskasten. Ich komm mit. Deins liegt drinne. Ja, ich komme mit. Schnell, ja, bevor der Fingerabdruck weg ist. Ja, lauf doch. Nee, ich müsste mal jetzt erst suchen. Komm schon. Das liegt doch da. Nein, komm jetzt. Nimm doch meins. Nein, ich kann das nicht. Ich bin voll. Jetzt kommt der Fingerabdruck, ist gleich weg. Da ist keiner. Und dann trag mich Huckepack. Ich habe Angst alleine.
Hey, da hinten ist doch dein Knicklicht. Jetzt komm. Ich sehe nichts. Musst auf dem Boden leuchten. Hier ist nix. Nee. Hä? Das Licht ist an. Warte, Lichtschalter. Oh, du hast ja ein Knicklicht. Aber beim Lichtschalter ist auch nix. Oh, ich habe mich gerade richtig erschrocken, als du den scheiß Sicherungskasten da angepackt hast, ey. Megan? Box? Das ist ja irgendwie merkwürdig. Kannst du mit mir reden? Schreib ins Buch. Hinterlass. Oh, sie schreibt ins Buch. Das ja? Ja, das ist ja nett. Dankeschön, Megan. So, kleinen Moment. Freundlich, ey. Das möchte. Ja, ich will sie ja nicht. Wenn sie mir schon entgegenkommt, möchte ich sie ungern verärgern, weißt du? Also, Buch. Dämon Revenant Jade Morai bleibt Dämon. Hätten wir jetzt noch die Fingerabdrücke. Revenant. Geisterorbs, aber die haben wir nicht. Morai und Jade. Wir sind bestimmt schon 10 Mal dran vorbei. Morai. Da wäre es die Geisterbox und beim Shade haben wir IMF5. Ja, Jasmin, es gibt nur noch Beweise, die drinne sind. Mhm. Komm. Mhm. Komm schon. Sei nicht so ein schlechter Partner. Ich habe immer, doch, bin ich immer. Und ich habe immer Angst. Du kannst doch nichts, du kannst doch nichts verlieren. Wir haben doch nur die Basisausstattung. Doch, ich kann so einiges verlieren. Meine Ehre, mein Stolz. Hä? Hm. Wie willst du was verlieren, was du nie besessen hast? Patrick heißt es. Sei ruhig. Aber hattest du nicht vorhin gesagt Box? Nein, da war ich mir nicht sicher. Megan Jasmin ärgert mich und sie ist ein schlechter Teamplayer. Jo, stehe ich zu. Ja, du gehst ja auch nie drauf. Du kannst dich immer in Sicherheit bringen. Ich nicht. Ich laufe irgendwie wild planlos durch die Gegend und. Ich sterbe voll oft und ich stehe hier so, dass ich nirgendwo hin kann. Ja, du stirbst aber nicht so oft wie ich. Kapitsch. Die Katzis sind drinne, ne? Ja. Jetzt geht der Strich hoch. Ja, schön. Aua, Kopf. Geht der Strich runter. Oh, ich wollte gerade rausgehen. Was fehlt noch? Also es müsste ja IMF, Geisterbox, aber die Geisterbox wäre ja eigentlich denn schon gewesen. Das heißt, ich gehe von IMF 5 aus, weil der IMF-Reader ja gut arbeitet. Aber der macht doch nichts. Nee, aber Fingerabdrücke habe ich auch noch nicht gefunden. Willst du vielleicht mit reinkommen? Bin ich doch. Bitte. Sieh doch hier. Oh mein Gott. Boah, ey. Was denn? Ja, ich gehe eh gleich drauf hier. Hier, bing, 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 bing. Hallo, ist hier jemand? Hallo, gib mir ein Zeichen. Hallo, hallo, hallo. Ich gehe dir sonst voll auf den Sack. Hallo. Ich gehe dir richtig auf den Nille. Ich möchte einchecken. Hallo, ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Hallo, hallo. Huhu. Kannst du das hören? Guck mal, das mache ich die ganze Zeit. Hallo, 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 hallo. Ist hier jemand? Wie hieß sie nochmal? Oh, jemand hat das Weltall betreten. Wie hieß sie nochmal? Megan Rook. Megan Rook, hallo, hallo, Megan, Megan, Megan. Bist du da? Hallo, hallo, hallo? Oh, hier ist keiner.
Hier gibt es keine Geister. Was macht der IMF auf dem Tresen? Gar nichts. Meiner in der Hand auch nicht. Da war ja auch nichts. Ach, du bist wieder draußen, oder? Kommt ja kein. Ja, ich gucke, ob man vielleicht doch noch mal Orbs oder so sieht. Aber man sieht nichts, oder? Was war das? Nee. Oder Dots oder so, aber. Das ist ja raus, ne? Ja, Dots sind raus. Ja gut, das ist voll hell, da siehst du keine Orbs, ne? Geisterbox, also mit am Anfang, da bin ich mir echt nicht sicher. Ach, Patrick, was machen wir denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, Jasmin. Du kannst ja nur hoffen, dass hier noch irgendein Beweis kommt, ne? Also der IMF, der dümpelt immer bei 1 rum. Der bleibt relativ weit Ja, unten. selbst wenn ich hier stehe, macht er was. So, ja, Fingerabdrücke, solange wie die nichts angrabbelt, wird schwierig, welche zu finden, ne? Zieh doch mal Hose runter. Ich mag nicht so nekrophilen Kram. Ach, komm. Was Seit soll denn wann? das heißen? Als ob ich so ein Friedhofsschänder wäre. Weiß man nicht so genau. Ach, komm, sagt sie. Oh, was war das? War das jetzt der Dotze oder? Oh, ey. Also ich kann das heute ganz schwer Bist sehen du hier. hier, bist du im Van? Ja, das sah so aus, als hätte sich da was bewegt, aber ich bin mir nicht sicher. Auf einer unserer Kameras oder auf der Naja, vorinstallierten? nee, auf der, ja, vorinstallierten. Aber da in dem Raum, es sah so wie so Dicker, weißer Schatten kannst du das nochmal aus. auf So Deutsch übersetzen? wie ein weißer Schatten aus, mein Gott. Oder das war deine Taschenlampe Und in welcher wahrscheinlich. Ecke? Ja, das war, glaube ich, deine Taschenlampe. Licht ist aus. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Orb sehe. Sicherung ist drinne. Lichtschalter hat keine Fingerabdrücke. Jetzt macht das Licht wieder an. Ja, Jetzt warte. macht das wieder aus. Ja, aber dann warte ich draußen. Ist nichts. Also selbst das Blitzlicht macht kein Licht. Dieses Haus absorbiert einfach jegliche Art von Helligkeit. Gut, Ja, also irgendwie. Fingerabdrücke können wir streichen, ne? Ich glaube, Orbs Würde ich jetzt auch sagen. Beweise. Fingerabdrücke können weg. Dots-Projektor. Orbs auf jeden Fall weg. Der Dots ist ja eh raus. Also hätten wir Shade oder Moray, IMF oder Geisterbox. Geisterbox hat bis jetzt nicht gequatscht. Welchen nimmst du? Ich glaube, ich würde denn eher für den IMF tendieren. Okay, ich nehme die Box. Weil der halt bis jetzt noch nicht einmal gesprochen hat. Ja. Shade, was Ich hat denn der nehme für trotzdem Stärken? die Box, weil der EMF noch nicht einmal ausgeschlagen hat. Shades sind bekannt als schüchterne Geister. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Stärken. Es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken. Schwächen. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in einen Raum hat. Das würde Sinn ergeben. Warte. Wir sind durchgehend in dem Geisterraum und er fängt das Jagen nicht an. Und er macht ja so gut wie gar nichts. Also solange wie wir in dem Raum waren, hat er nichts gemacht. Oh, das ist aber. Ich habe mich im Raum nebenan eben versteckt, um da im Buch rumzustöbern. Also wenn es jetzt der Shade ist, bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Ich will noch einmal auf diese große Cam gucken. O ohne deine Taschenlampe.
Nee, Orbs haben wir nicht. Welchen hattest du? Shade? Ich habe jetzt den Shade, habe ich jetzt genommen. Wo steht der hier? Da. Nee, keine Orbs. Ja, wollen wir fahren, weil der nicht aktiv wird? Die kleine schüchterne Megan. Du kleine Futschibutschi. Warte, dann muss ich noch mal kurz hier. Ich hatte den. Wir sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Opfer mit Flüchen zu belegen. Morai. Morai sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen. Oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Morai. Morai leiden an Hyperosmie. Egal. Einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn, was sie für längere Zeit schwächt. Ah, mit Räucherstäbchen. Vielleicht stinkst du auch. Nee, mit Räucherstäbchen. Na, ich bleib beim Shade. Du hast eingetragen? Du hast einen 50-50 Guess gelegt? Ja, habe ich. Okay. Wollen wir mal gucken. Alter, das ist aber nicht leicht, ne? Wenn der Geist so inaktiv ist. Bin ich mal gespannt. Und? Hast du bei Finde den richtigen Geistertyp heraus Geld gekriegt? Ja. Du hast den Shade genommen? Hast du dich jetzt auf mich verlassen? Nee, ich habe mir es nochmal durchgelesen. Ah, okay. Und dann hast du eher gut. Wir haben einen Bewegungssensor. Und 500 Mäuse extra gekriegt. Ja, akzeptieren. Ich brauche trotzdem eine starke Taschenlampe. Ja, die hätte ich jetzt auch lieber gerne zuerst gehabt. Lieber gerne zuerst gehabt. Nice. So, eine recht ruhige, entspannte Folge Phasmophobia. Ich hoffe, sie hat dennoch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir laden ja zurzeit leider etwas unregelmäßig hoch. Liegt daran, dass wir sehr begrenzt in der Zeit sind, beziehungsweise gar keine haben. Wird sich aber wieder bessern. Versprochen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.